ganz wenigen Ländern, nämlich nur in Estland, Deutschland, Italien und Österreich und vielen Ländern. Machen wir einen Strich. Aber es ist wichtig, dass wir Geld nach außen. Es hilft den Menschen halt nichts, wenn das Geld nicht ausbezahlt wird. Das sage ich ja, das muss schnell passieren und dafür tun wir das. Es wurde jetzt schon die EU mehrmals angesprochen. Es sind ja nicht nur die nationalen Budgets, die aus dem Ruder laufen, verständlicherweise. Wegen der Corona-Krise im Ringen um die europäische Wiederaufbauhilfe gab es heute einen Weiterdreh, sage ich jetzt mal. Da geht es ja um die Gretchenfrage, sollen die Milliarden als nicht rückzahlbare Zuschüsse fließen oder wie gehabt halt als Kredite vergeben werden an die Staaten, die es besonders brauchen. Herausgekommen ist ein Typ. Alleine, die ja einen Vorschlag auf den Tisch gelegt haben. Und das habe ich schon öfter erlebt, auch früher, wie ich verschiedene Räte geleitet habe, dass sie ausmachen und dann glauben, alle Länder in der Europäischen Union hätten das einfach zu akzeptieren. Wir haben Länder in Südeuropa, die ganz stark natürlich Zahlungen wollen und direkt Zuschüsse wollen. Und auf der anderen Seite die osteuropäischen Länder, die natürlich auch für sich etwas wollen. Und wir haben die Länder, die letztendlich das auch zahlen werden. Und da sind neben den Niederlanden, Schweden und Dänemark auch Österreich, also auch wir mit dabei. Und Deutschland.